Herzlich willkommen an diesem Samstag, den 9. März 2019, zur DAFWebCon 2019. Wir sind am Nachmittag und werden jetzt einen spannenden Workshop erleben mit Marlies Schädler. Zuvor möchte ich noch darauf hinweisen, diese Veranstaltung wird aufgezeichnet und im Nachhinein im Internet veröffentlicht. Mit der Teilnahme stimmen Sie der Veröffentlichung zu. Marlies Schädler, freut mich ganz besonders, dass sie heute mit dabei ist eine erfahrene, patente Frau, die seit vielen Jahren in der Bildung unterwegs ist. In den letzten Jahren hat sie sich von der Naturwissenschaft stärker in den DAFDATS-Bereich bewegt, weil sie sich sehr mit Flüchtlingen engagiert hat und mit ihnen gemeinsam gelernt hat, DAFDATS zu unterrichten und es zu einer hohen Profession gelangt hat. Sie hat unzählige Materialien selbst erstellt und einen kleinen Ausschnitt wird sie uns heute zeigen. Ich freue mich schon sehr auf den Workshop und bitte, Marlies. Hallo, ich freue mich, dass ich bei euch oder bei Ihnen, ist das für euch okay, wenn ich euch einfach mit du anspreche? Das ist bei uns in Westösterreich, ist das so üblich und würde mich freuen, wenn ich das machen kann. Ich erzähle zuerst noch ein bisschen mehr über mich. Und zwar unterrichte ich, eigentlich war ich bisher, das hat schon die Angelika gesagt, ich bin eigentlich ursprünglich schon 25 oder mehr Jahre Lehrerin für Mathematik, Physik, Chemie und Informatik, also eigentlich Naturwissenschaftlerin und aber eine gute Didaktikerin. Und wir haben jetzt im Rahmen dieser Arbeit an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg seit 10 Jahren in verschiedensten Settings, unter anderem auch jetzt in der Schulentwicklung und seit 3 Jahren, also im Rahmen dieser Flüchtlingskrise, wurden mir ein paar Iraker, heute sage ich, geschenkt. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich Deutsch spreche, das ist meine Muttersprache, da werde ich das machen. Und habe dann Gott sei Dank sehr schnell gemerkt, dass das nicht so einfach geht, wenn man das einfach die Muttersprache ist. Und habe dann wirklich auch mich sofort spezialisiert, habe sofort angefangen, mich weiterzubilden, habe mehrere Ausbildungen gemacht, ungefähr 2 Meter Bücher gekauft und wirklich auch gelesen und war sehr interessiert, ihnen wirklich sehr gut zu helfen. Und habe dann neben diesen Irakern, die ich immer noch begleite, die sind inzwischen schon auf C2-Niveau, C1, C2-Niveau, also man sieht schon, dass es funktioniert, wenn man die so mit ihnen macht, habe ich auch Afghanen alphabetisiert, habe also wirklich ganz unten angefangen und mich gemeinsam mit den Flüchtlingen hochgearbeitet. Könnt ihr mir kurz ein Zeichen geben, ob ihr mich alle gut versteht? Das wäre ein paar, wenn ein paar Ja schreiben, wäre das schon super, dass ich weiß, ob ich langsamer, schneller sprechen soll. Okay, super, passt. Und ich neige nämlich dazu, ein bisschen schnell zu sprechen. Und ich werde aber mich versuchen, ein bisschen zu zügeln. Sollte ich zu schnell werden, bitte einfach im Chat schreiben. Ich werde ihn beobachten. Habe dann auch wirklich, ja, wie gesagt, mehrere Ausbildungen und wirklich unzählige Materialien erstellt, die ich im Übrigen alle frei zur Verfügung stelle. Also ich werde euch dann auch Links, verschiedene Links, aber auch den Link, der Link ist im Prinzip die Seite www.deutsch für alle, wo ihr eigentlich alles findet. Aber ich werde euch auch durch die Webseite ein bisschen führen, damit ihr wisst, wie ich arbeite. Und ich möchte einfach, dass die Sachen auch, wenn ich schon vorbereite, dann wirklich auch den Leuten zugutekommen. Also, wenn ihr Interesse habt, kriegt alles, ist in Ordnung. Jemand sucht noch Stefan, aber das glaube ich nicht für mich. Ich fühle mich da nicht verantwortlich für Stefan.
Und welche digitalen Tools mag ich denn? Eben das Webshop heißt ja digitale Tools ganz einfach. Und zwar geht es mir da wirklich um den Einstieg, weil ich eh schon so viele Sachen fix und fertig vorbereitet habe, finde ich einen Einstieg mit fertigen Sachen sehr gut geeignet und den habe ich deshalb für dieses Seminar gewählt. Wenn ihr dann damit viel gearbeitet habt, habt ihr dann sicher auch Interesse, das auch selbst zu erstellen bzw. zu ändern. Aber fürs Erste möchte ich die Hürde sehr klein machen und wirklich nur sagen, wie man das, was ich eh schon fertig habe, verwenden kann. Und welche digitalen Tools verwende ich? Verbindung schlecht. Okay. Probier noch mal. Ein bisschen warten. Jetzt besser? Warte ein bisschen. Also ich nehme am liebsten Tools. Okay, vielleicht noch ein paar Rückmeldungen, ob die Verbindung überall schlecht ist oder für alle schlecht ist oder okay. Sieht gut aus. Ja, okay. Ich nehme natürlich am liebsten digitale Tools, wo man sich nicht anmelden muss, die sehr schnell zu erstellen sind, vielfältig zu verwenden. Und das ist eigentlich auch der Fokus meines Vortrages heute, dass ich versuche, ich bin Workaholic und die neigen dann auch dazu, sehr viel Zeit zu investieren in Vorbereitungen. Und da muss man einfach auch ein bisschen aufpassen. Wenn ich schon viel Arbeit investiere, soll sich das dann auch rechnen bei den Teilnehmern. Es macht, sage ich immer bei den Studenten, es macht in Summe keinen Sinn, ein Arbeitsblatt zu machen, wofür man 3 Stunden braucht und die Schüler oder die Teilnehmer haben das in 2 Minuten schon fertig. Dann ist es nicht rentabel. Man kann das schon machen, wenn man es öfter verwendet, aber man muss einfach auch schauen, die Sachen, die man macht, wirklich gut zu verwenden. Dann am liebsten natürlich gratis oder so wertvoll, dass ich gerne was bezahle, aber erst wenn ich es ausprobiert habe. Und da möchte ich euch ein paar meiner Highlights zeigen und zwar wirklich auch live. So, dann, womit werde ich? Mit Bingo werden wir starten, weil das relativ einfach ist und dass ihr da auch ein bisschen gleich ins Tun kommt. Ich werde euch aber zuerst ein bisschen was, ich versuche immer nicht nur die Tools vorzustellen, sondern auch ein bisschen den didaktischen Hintergrund. Dann zeige ich euch das, werdet ihr meinen Bildschirm sehen und ich zeige euch, wie das funktioniert. Und dann kriegt ihr zum Beispiel bei Bingo auf jeden Fall die Möglichkeit, das auch kurz selber auszuprobieren. Also ich werde dann einfach nur dazu sprechen und ihr kriegt die Möglichkeit, das in ein paar Minuten auszuprobieren, wer Lust hat. Bingo, Quizlet, das ist mein absolutes Lieblingstool und ihr werdet nach diesem Vortrag wissen, warum. Dann Learning Apps habe ich auch einige, Trimino habe ich auch, Wortsalat, QR-Code, WhatsApp, Kahoot. Das sind so die Tools, die ich euch vorstellen werde oder wo ich euch vor allem die fertigen Sachen zur Verfügung stelle. Jetzt ist die Frage, wie man das Ganze organisiert. Ich mache das immer mit dem Stickeralbum. Mein Hintergrund ist aber, und das müsst ihr halt ein bisschen für euch überlegen, aber ich finde das auch für die Kurse gut. Mein Hintergrund ist, dass ich ja auch für die Schule Sachen mache und bei uns in den Schulen kommen jetzt immer wieder sogenannte Quereinsteiger, die dann einfach nur da sitzen und zuhören müssen, aber dieses Sprachbad natürlich nicht genießen können, weil wenn man gar nichts versteht, ist ein Sprachbad nicht interessant. Ich lerne selber Arabisch und ich habe auch arabische Freunde. Am Anfang war das furchtbar, weil ich einfach nichts verstanden habe. Wenn man mal einen gewissen Level hat, geht das nachher besser. Und dann nützt es auch was. Und ich finde halt so sinnlos, wenn die Schüler dann irgendwie die Neuen, die Flüchtlinge, dann irgendwie in der Klasse sitzen und nichts zu tun haben. Und dann versuche ich halt dazu, was zu machen, dass vieles selbstständig gemacht werden kann. Das finde ich wichtig. Die Lehrperson hat ja noch mehr Kinder. Auch für Kurse. Wenn ich Kurse habe und ich habe Leute, die einfach ganz weit hinten sind, dann versuche ich mit diesen Sachen, dann versuche ich mit diesen Sachen, Hamidu fragt, ob das übersetzt wird. Spreche ich kein schönes Hochdeutsch?
wir sind ein bisschen, ich versuche natürlich Hochdeutsch zu sprechen. In welche Sprache möchtest du das übersetzt haben, Hamidu? Auf Arabisch kann ich noch nicht so gut, oh, falls du das gemeint hast. Das ist die Frage, wenn ich in Kursen zum Beispiel bin und ich habe Leute, die noch nicht den Level haben, den ich eigentlich haben müsste für B1. Und dann bei Hamido komme ich nicht ganz mit, was er meint, aber er wird sich schon noch einmal melden. Wenn ich das verwende, wenn sie nicht ganz den Level haben, entweder gebe ich ihnen das für zu Hause mit oder auch wenn ich Leute so einzeln betreue oder wenn ich sage, jemand will einfach in einen höheren Kurs einsteigen und braucht noch den Level davor, ist da noch nicht sicher, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, damit zu verwenden. Und natürlich verwende ich die Sachen auch im Kurs, dass ich einfach die Teile dann erstelle und auch im Kurs verwende. Aber für die Organisation habe ich ein sogenanntes Sticker-Album und mit dem mache ich wirklich gute Erfahrungen. Ich habe die Wortschatz und den Grammatik eingetragen und da klebe ich die Sticker ein. Das funktioniert eigentlich von klein bis groß. Man muss nur darauf achten, dass die Sticker da nicht, die sind auch nicht kindisch, sondern ich sage, das ist für mich die Übersicht. Und ich merke, wenn ein Schüler oder jemand weiß, das ist mein Pensum, das ich erledigen muss, und da kann ich das jetzt abarbeiten, ist das beruhigend, das ist nicht so. Oder ich sage dann, schau, das sind 20 Wortfelder, 30 Vokabeln, dann hast du einfach die 600 Vokabeln und du brauchst irgendwie 2000 Vokabeln für B1. Also hast du schon ein Drittel geschafft. Und so versuche ich das zu machen und vor allem dient es für mich als Übersicht, dass ich weiß, was die schon können. Ich zeige euch ein Beispiel. Eigentlich ist das wie ein Kompetenzportfolio. Rot ist schwer, also das ist eine schwierige Aufgabe. Rot ist in dem Fall das Beste, Gelb ist Mittel und Grün ist das Leichte. Das wie beim Ampelsystem könnte man natürlich auch umgekehrt machen. Habe ich auch dann bei anderen in Mathematik auch schon umgekehrt gemacht und das schaut jetzt zum Beispiel so aus. Ihr seht hier auf der linken Seite sind die Schulsachen, das sind die Wortfelder, Zahlen, Verben, das ist jetzt das ganz vom Anfang. Und da habe ich den ganzen Anfangsstoff, also wenn jetzt jemand zum Beispiel im B1-Kurs ist und er muss die Grundlagen noch nachholen, könnte er das mit diesen Materialien selbstständig lösen. Alle Materialien dazu stehen fix und fertig zur Verfügung. Es sind insgesamt circa 2000 Seiten mit den allen Spielen oder so, die kann man einfach von der Webseite runternehmen und ich zeige euch das nachher gleich, aber damit wir einfach einmal so diesen Überblick haben. Dann oben könnt ihr lesen die Anwesenheit, wenn das zum Beispiel ein Kurs ist, dann das Silbenlesen, das zeige ich euch gleich. Dann Bingo, von dem haben wir schon gesprochen, Trimino, Wortsalat. Dann gibt es Arbeitsblatt 1, Arbeitsblatt 2, Grammatik. Und rechts gibt es immer die passende Grammatik dazu. Das heißt, das ist eigentlich auch so dieser rote Faden, der sich durch meine Kurse zieht, wo ich mich irgendwann mal dazu entscheiden muss, wann führe ich Akkusativ zum Beispiel ein? Ich habe meine Iraker, ich schäme mich heute noch dafür. In der ersten Stunde mussten sie zählen bis 55, weil ich zu alt war. Dann mussten sie sagen, ich habe drei Brüder und vier Schwestern, also Konsonantenhäufungen, die Zahlen, die Umlaute und die Sachen. Also unmöglich natürlich, aber eben ich habe es gleich gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Und habe dann gleich eine Bremse. Jetzt mache ich den Akkusativ nach 2 Monaten. Also erst bei Kapitel, ja, wenn es ums Kaufen, wenn ein paar Verben eingeführt sind zum Beispiel. Und jetzt haben Sie jetzt dann das Plural. Bei den Zahlen wird der Plural eingeführt. Macht natürlich auch Sinn. Bei Verben der Imperativ. Das ist einfach mein Faden. Und ich merke einfach, ich arbeite auch viel mit Ehrenamtlichen, denen ich die Materialien zur Verfügung stelle. Auch das ist möglich, dass ihr die Materialien denen zur Verfügung stellt, dass sie zum Beispiel sagen können, wir wollen damit arbeiten und sie sollen ein bisschen einen Teil davon machen. Und dann kann man eben wenn sie das gemacht haben, dann klebe ich diese Kleber dazu. Also zum Beispiel, der hat jetzt die Schulsachen gemacht.
Das Trimino hat er gut, halbwegs gut gemacht, den Wortsalat sehr gut, die Wörter auch sehr gut, das Bingo war super und den Wortsalat bei den Verben, da hat er einige Fehler gemacht. Und so kann ich auch zum Beispiel, wenn wir zu zweit mit einem Kurs arbeiten, dann sehen wir genau, wo jeder Schüler steht. Eigentlich ist es für mich eine Lernstandsanalyse zum Beispiel, würde ich so sagen. Was ich noch, was bei uns einfach auch passiert, wenn Leute, die das nicht wirklich gelernt haben, so wie ihr, dann einfach im Internet irgendein Arbeitsblatt suchen und das eingeben, Akkusativ, und dann stimmt der Wortschatz nicht dazu. Bei mir ist einfach dann, wenn die Zahlen sind, dann ist einfach auch nur der Wortschatz mit den Schulsachen davor. Also zuerst die Schulsachen, es wird einfach so aufgebaut, dass man sich eigentlich darauf verlassen kann. Bevor nicht der Akkusativ nach diesem Blatt eingeführt wird, gibt es keinen Akkusativ. Natürlich, wenn ich mit Ihnen spreche, verwende ich natürlich den Akkusativ, aber ich nehme den nicht in die Übungsblätter rein. Das ist eigentlich so das Thema. Also das ist mein Übersichtsblatt und damit ihr auch. Und jetzt gehen wir in diese einzelnen Tools. Also ich starte mit dem Silbenlesen. Das ist ein Offline-Tool, das aber auch sehr gut geeignet ist für den Anfangsunterricht. Und zwar gibt es diese Bilder, die silbenweise auseinandergeschnitten sind, wie hier unten im Bild. Und die Schüler oder die Teilnehmer müssen jetzt die Bilder zusammensetzen. Das ist ja relativ einfach. Und dann können sie das Wort entziffern. Weil sie gleich mit Silben arbeiten, ich mache das wirklich in den Alphabetisierungskursen so, fällt dieses Zusammenlauten weg, weil sie einfach gleich Salat lernen. Und das, was fett ist, ist betont. Also Salat ist kein typisch deutsches Wort, deshalb ist es auf der zweiten Silbe betont oder Paket zum Beispiel. Alle anderen richtig normale deutsche Wörter sind auf der ersten Silbe betont. Die Gabel, die Hose, die Rose und dann können Sie passend zu den Farben den richtigen Artikel dazu suchen und dieses Wort zum Beispiel dann in Ihre Vokabelliste eintragen. Und dazu gibt es zu diesem unter dem Link, der da rechts unten, Sie kriegen ja dann die Präsentation auch zugeschickt, findet ihr sehr viele von diesen Silbenlesen, also zu Kleidung, zu Obst. Auch gut sortiert, dass man wirklich auch, wenn man das Thema Kleidung hat, dann Silbenlesen mit Kleidung machen kann und eben auch in diesem Link von diesem Stickeralbum. Ich zeige euch das aber nachher alles live und ihr kommt dann sicher gut zurecht. Beziehungsweise die Präsentation steht ja nachher zur Verfügung und könnt ihr damit arbeiten. Also wenn die zum Beispiel jetzt das gemacht haben, können Sie beim Silbenlesen, wenn ich Silbenlesen gemacht hätte mit Ihnen, ich gehe einmal eins zurück, dann würde ich bei Silbenlesen, das war jetzt was anderes, vielleicht Anlaut, also wenn das Schulsachen gewesen wären und Sie hätten das alles richtig oder in sehr schneller Zeit, dann würde er oder sie hier einen Sticker bekommen und dann könnte man damit gut arbeiten. Jetzt gehen wir weiter zum Bingo. Wie geht es euch mit dem Zuhören? Immer noch verständlich, immer noch aufmerksam, alles okay bei euch? Tempo passt? Okay, gut. Es gibt gleich was Aktives, damit wir dann auch ein bisschen, aber ich will einfach auch diesen didaktischen Hintergrund ein bisschen auch euch mitgeben. Beim Bingo, das ist eigentlich ganz ein normales Bingo. Diese Bingos sind auch fertig. Ich werde euch aber auch helfen, zeigen, zuerst zeigen und dann habt ihr auch die Möglichkeit, selber eins zu erstellen. Das heißt, da steht jetzt zum Beispiel, das ist gerade das von den Schulsachen. Ihr seht, das hängt da einfach auch damit zusammen. Ich lese die Wörter vor. Ich habe eine, man nennt das eine Caller's Card, also die Karte, die aufruft. Und ich lese die Wörter von dieser Caller's Card vor. Wenn ich merke, das ist vielleicht auch noch ein Hinweis, bei Bingo kann man natürlich auch gut, wie soll ich sagen, ein bisschen schwindeln. Auf der einen Seite ist das gefährlich, dass ich halt irgendjemanden bevorzuge. Auf der anderen Seite ist es halt ein guter Ausgleich, gerade mit kleineren Kindern, dass ich halt die, die das nie schaffen, einen roten Sticker zu bekommen,
Bei Bingo schaffen Sie das dann, wenn ich die passenden Wörter vorlese. Aber dann ist es trotzdem fair, weil das ja auch eine Glückssache ist. Ich streiche die nicht durch oder kreuze die an. Ihr kennt das wahrscheinlich vom Ankreuzen. Das finde ich erstens extrem schade ums Papier, wenn jeder Schüler da ein anderes Blatt bekommt. Und wer schon einmal ein Bingo erstellt hat, weiß, wie viel Aufwand das ist. Aber so kann man das transparent. Warum? Wenn der Schüler hätte jetzt zum Beispiel Bingo und der schreit dann Bingo. Der Ziel und Zweck von Bingo ist ja, dass die vier in einer Reihe, zum Beispiel so oder in dem Fall oben haben und dann schreien sie Bingo. Und jetzt kann der aber, weil ich ja nicht sicher weiß, ob der richtig gelesen hat. Und darum ist es wichtig, dass die transparent sind, weil ich kann das jetzt noch lesen. Das ist die Lehrerin und da hinten ist der Tisch. Und wenn ich näher dran gehe, dann macht das selber. Ja, Karin, das ist eine super Idee, wenn Sie selbst die Wörter schreiben. Natürlich auch. Und dann braucht es auch nicht so viel Zeit. Das mache ich auch. Aber du kannst schauen, dieses Bingo, das ich euch zeige, ist so schnell erstellt. Das echt in 3 Minuten fertig und dann kann man auch manchmal so eins nehmen. Und ich verwende es noch für andere Sachen. Das war das, was ich vorher gesagt habe. Ich finde, wenn man weiß, oder ich sehe das jetzt auch bei mir beim Arabisch lernen, das ist sehr spannend. Ich habe nämlich eigentlich keinen guten Didaktiker als Arabischlehrer bei meinem ersten Kurs und habe dann versucht, und es war aber sehr wertvoll für mich, weil ich gemerkt habe, was macht das mit mir, wenn ich das nicht? Ich habe ein Riesen Durcheinander gehabt von Wörtern, wollte aber unbedingt dieses Arabisch lernen und es war aber trotzdem sehr unbefriedigend, weil ich gemerkt habe, in meinem Chaos, ich bin sehr strukturiert, eben weil ich Mathematikerin bin, analysierend und habe gedacht, ich erlerne das nie. Und darum habe ich jetzt das auch. Inzwischen halte ich die Arabischkurse selber mit einem anderen, mit einem meiner Schützlinge. Oder meiner Freunde, muss ich sagen, eigentlich schon. Und jetzt versuchen wir eben solche Wortfelder zu machen. Und ich weiß, dass man jedes Wort eigentlich 7-mal verwenden muss. Oder so lernen wir das auch in der Lerndidaktik. Wirklich und zwar verschieden verwenden muss, damit es dann wirklich gespeichert ist. Und bei manchen Leuten oder bei manchen Sprachen, Arabisch ist wirklich so, so schwer, obwohl ich so motiviert bin, dass ich das wirklich einfach sehr oft verwenden muss. Und jetzt gehe ich her und verwende dieses Bingo, lasse die Leute das auseinanderschneiden, diese Kärtchen nach dem Spielen, darum dürfen sie auch nicht durchgestrichen sein, sondern nur die Chips draufgelegt werden und versuche die jetzt zu kategorisieren. Und da habe ich sie jetzt kategorisiert nach Artikeln. Der, das, die und Plural. Warum diese Reihenfolge, wenn das für euch komisch ist, da kommen wir im Laufe des Kurses noch vor. Was habt ihr, damit ihr ein bisschen mitdenken könnt, was habt ihr noch für eine Idee, was man mit diesen Schulsachen noch kategorisieren könnte? Was könnte man noch für eine Ordnung herstellen? Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man das sortieren könnte. Genau, die Martha gibt schon was eins. Genau, man könnte die Fächer, was braucht man für welche Fächer? Zum Beispiel, da waren Turnsachen, die brauchen vermutlich keinen Füller. Genau, die aus Papier, aus Plastik, sehr gut. Genau, was noch? Natalia, Nomen und Verben, super. Genau, da sind jetzt nur Nomen drauf. Aber du hast recht, genau das sollten wir machen. Man könnte natürlich auch die Artikel wegschneiden. Vielleicht gibt es noch eine Idee. Okay, ich zeige euch, was ich. Irina hat noch eine Idee. Hatten wir noch Nominativ, Akkusativ? Genau, wäre auch eine Möglichkeit, oder das dazu zu schreiben. Die Kärtchen oben lasse ich sie dann auch selber schreiben. Da habe ich zum Beispiel noch gehabt Personen und Dinge. Also da habe ich die Personen getrennt. Was sind Personen, was sind Dinge? Der Direktor, die Lehrerin, der Junge, das sind die Personen. Ich weiß nicht, ob ihr das gut lesen könnt. Ich spreche einfach ein bisschen dazu. Oder eine weitere
Genau, Schultasche, ja, sehr gut, genau, super Idee. Also welche Sachen packen wir am Montag? Super, da könnte man das gleich mit dem Stundenplan verbinden. Genau. Oder dann habe ich noch Personentafel, Federschachtel, Klasse, was gehört in die Klasse, was gehört in den Turnsaal, was gehört zur Tafel. Und Sie können aber selber diese Kategorien bilden. Und das ist fürs Lernen, fürs vernetzte Lernen sehr interessant, weil Sie einfach die Wörter dann in einem anderen nicht nur dieses Auswendiglernen, dieses Vokabellernen, sondern auch das wirklich auch so lernen, genau Personen und Sachen, genau hat die Martha noch, auch noch die Idee gehabt, genau. Super Ideen. Und das mache ich sehr viel, wirklich sehr viel. Und ich finde das extrem wichtig. Beim Wohnen geht es natürlich super, zum Beispiel, was gehört ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer, was gehört dorthin. Und dann dürfen Sie das noch ergänzen. Und da schreiben Sie dann eben selber, wie die Karin gesagt hat, zum Beispiel, Sie wollen einen bestimmten Tag, da haben Sie zum Beispiel Religion oder was weiß ich, irgendein Fach, Biologie, und da brauchen Sie noch was Besonderes dazu. Dann sollen Sie selber Ihre Wortfelder ergänzen. Das finde ich ganz spannend. Okay, jetzt, wie wird es gemacht? Ich habe euch versprochen, das wird in ein paar Minuten gemacht und ich zeige euch das jetzt zuerst vor. Ich werde euch meinen Bildschirm freischalten und ihr könnt das beobachten und danach, also schaut wirklich zuerst zu und danach kriegt ihr ein paar Minuten Zeit, das zu probieren. Also, ich versuche meinen Bildschirm freizuschalten. Jetzt müsste es klappen, ihr müsstet meinen Bildschirm sehen. Ich habe hier den Link, den ich euch gleich, wenn ich wieder drin bin, oder vielleicht macht das Angelika oder Miriam, den Link reinstellen, aber ihr braucht ihn jetzt noch nicht, dann fangt ihr nämlich schon an. Ich möchte, dass ihr mir zuerst zuschaut. Ich brauche hier einen Titel und dann gebe ich einfach in diese Felder die Wörter ein, die ich brauche. Zum Beispiel der Apfel, die Birne und da gleich mitdenken. Ich könnte natürlich auch Adjektive, gelb, rot, dann brauche ich natürlich grün, dann brauche ich aber auch noch die Kiwi, dann mache ich natürlich schälen. Ihr seht schon, wie sie pressen, das heißt, ich brauche noch die Zitrone. Und ihr seht schon, wie sich das rechts entwickelt. Jetzt brauche ich noch ein paar schälen, pressen. Was gibt es noch? Ich habe eigentlich eh schon irgendwo die Erdbeere. Ich mache ein paar mehr, als ich brauche. Und ihr seht, es wird, sobald ich eins mehr habe, jetzt hat sich das Feld erweitert. Es macht Sinn, wenn wir ein paar mehr machen. Was könnten wir noch? Schälen, pressen. Rot, grün, gelb haben wir schon. Genau, wenn man es braucht, fällt einem sicher nichts mehr ein, aber es passt. Das könnt ihr dann selber probieren. Ich kann hier jetzt das Thema auswählen. Da habe ich jetzt Stars and Stripes. Und da müsst ihr aber aufpassen, es braucht dann auch ziemlich viel Farbe. Ich nehme eigentlich dann entweder Pink, nehme ich, obwohl das nicht meine Lieblingsfarbe ist, weil das das einzige ist mit dem richtigen A. Für die Anfänger ist das wichtig, hier bei Schälen, dass das kein anderes A ist. Aber man kann natürlich auch Christmas oder Paper, Notizen ist glaube ich auch, Notepad finde ich auch nicht so farbig. Das habe ich auch, aber da habe ich auch das richtige A. Dann die Größe, sage ich 3x3. Also ich brauche immer ein bisschen kleiner. Und dann sage ich, zwei Small Cards brauche ich, möchte ich auf einer Seite. Dann kommt Next Step. Dann müsst ihr aufpassen, hier steht Print 100 Plus Cards, das kostet. Bitte darüber, ganz am Anfang steht klein, you can print 30 Bingo Free Cards. Und das dauert jetzt ein bisschen. Also ich klicke hier da drauf. Und ich kriege 30, kostet nichts, auch nicht anmelden. Es dauert ein bisschen, bis das PDF aufgeht. Seht ihr hier mein PDF? Das ist nur die Anleitung, das braucht ihr nicht. Das ist die Caller Card, das ist das, was ich vorlesen soll. Das ist mein Fahrplan, wie ich da hineingehen soll. Und jetzt kriege ich, und das ist eigentlich die größte Gefahr, ich kriege 17 Seiten
fix und fertige Bingos. Also ihr müsst aufpassen, dass ihr alle gemischt und wer schon einmal versucht hat, mit Word, mit Tabellen das zu machen, das ist sehr, sehr schwierig. Gut, ich komme wieder zurück zu euch und wechsle wieder auf meinen Bildschirm. Ja, genau, bin wieder da. Hoffe, die Präsentation geht weiter. Genau, passt genau an der Stelle. So, jetzt gebe ich euch schicke ich euch den Link und ich möchte euch bitten, dass ihr mal da drauf klickt und das eingibt. Ich werde parallel dazu sprechen, aber nicht weitergehen in der Präsentation, dass die, die Interesse haben, das ausprobieren können, damit ihr wisst, wie das geht. Also ihr wählt eine Überschrift. Ihr habt jetzt den Link offen, hoffe ich. Wenn das nebenbei geht, vielleicht könnt ihr den Bildschirm ein bisschen kleiner machen. Ich weiß, es ist schwierig. Ich habe es einfach. Ich habe zwei Bildschirme, dann kann man gut arbeiten. Aber ich gebe euch gerne jetzt die paar Minuten, dass wir damit arbeiten können, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung habt. Ihr könnt auch nur ein paar Wörter eingeben, das reicht ja, wenn man zwei, drei Wörter eingibt. Und Achtung auf dieses Print 30k Bingo Cards Free. Genau, super, wenn Irena schon probiert hat, Natalia probiert hat, die anderen können danach probieren. Ihr könnt ja auch nochmal die Präsentation anschauen und noch einmal da, das steht dann auch, das zeige ich euch gleich, aber jetzt lasse ich euch noch arbeiten, damit ihr dann wieder bei mir seid, wenn wir wieder weitermachen. Okay, Valentina hat auch schon probiert, geht sehr schnell. Na, es geht wirklich pfeilschnell. Also das geht wirklich super. Genau, okay. Ich mache wieder weiter. Genau. Ah, das liebe ich wirklich. Ja, genau. Danke für die Rückmeldungen. Alle wieder bei mir? Genau. Na, und wie gesagt, nicht nur für dieses Bingo, sondern eben auch die anderen Sachen oder die Wörter einzutragen. Gut. Da habe ich jetzt nochmal den Titel eingeben, da ist es nochmal beschrieben, Nomen, Verben, Adjektive, die Size, die Differenzierung. Für die guten mache ich, das gibt zum Beispiel den roten Sticker, der macht das 5x5 Bingo und die kleinen machen den 3x3 Bingo und kann ich also gut auch im Kurs differenzieren. Next Step, 17 Seiten fertige Bingos, aufpassen beim Ausdrucken, dass ihr nicht alle 17 Seiten druckt, weil dann habt ihr 32. Das ist und es ist halt leider ziemlich farbig, aber ich nehme dann halt die einfachen Sachen. Okay, da gibt es nachher Beispiele, wenn ihr draufklickt und eine Anleitung. Also, wenn ihr dann die Präsentation habt, es gibt auch eine genaue Anleitung, wie man das machen kann, wo man nochmal Schritt für Schritt mit Screenshots darauf eingehen kann. Das sind zum Beispiel das Unlaut-Bingo, wo ich die Unlaut-Wörter habe. Jetzt komme ich zu meinem absoluten Lieblingstool und das ist Quizlet. Monika fragt, wie man die Karten speichert. Als PDF runterladen und speichern. Genau. Einfach, das ist ein PDF, kann man runterladen und speichern. Kein Problem. Kommt dann, wenn es offen ist, speichern unter, drucken und speichern ist möglich. Okay, Monika? Also das ist kein Problem. Man kann sie dann halt nicht mehr ändern, aber das ist, wenn man einen Fehler hat, schneidet man halt die Karte aus oder man macht schnell nochmal eins. Also wenn man das im Griff hat oder irgendwo schon die Wortliste hat, dann habe ich das wirklich in ein paar Minuten. Genau. Und falls es nicht klappt, du kannst auch gerne, ihr habt über die Webseite, meine Webseite, diese Deutsch für alle, ihr habt natürlich, ihr könnt mich auch kontaktieren, wenn ihr etwas nicht findet, wovon ich gesprochen habe. Ich habe ein bisschen das Problem, dass ich so viele Sachen mache, dass ich schon gar nicht mehr alles auf die Webseite bringe. Könnt ihr mich gerne kontaktieren, dass ihr das und das gesehen habt, aber noch nicht gefunden habt. Das ist überhaupt kein Problem für mich.
Jetzt mein absolutes Lieblingstool ist Quizlet. Früher, ich komme ja aus der Zeit, als man noch die Computer anfänge, und da hat es geheißen, das Programm ist die eierlegende Wollmilchsau. Wenn ein Programm sehr gut war, und das ist das Quizlet wirklich für mich. Also das heißt, ein Tier, das Eier legt, Wolle produziert, Milch produziert und auch noch Fleisch. Also wirklich so ein Allrounder. Und ich finde, bei Quizlet hat man wirklich sehr viele Möglichkeiten. Was sehr gut, was wichtig ist, ich habe alle Quizlet, es gibt, ich schätze, 2000 Wörter mindestens, wenn nicht schon 3000, Vokabeln, die ich wirklich von der Alphabetisierung bis ab Montag fängt mein C2-Kurs an, also bis C1 ist im Prinzip fertig. Alle Vokabeln eingegeben, besprochen und auch verwenden. Für mich ist ganz wichtig, dass das vom Muttersprachlern besprochen ist. Ich kann euch jetzt nicht zeigen, ich zeige euch aber, ich kann das nämlich nicht zeigen, weil ihr den Ton nicht hört. Aber ich schicke euch jetzt mal einen Link. Stelle ihn euch rein. Wo ihr mal draufklickt und dann hört ihr euch das mal an. Und zwar ist das weil ich kann es nicht vorzeigen, weil ich meinen Ton nicht übertragen kann. Das ist ein sehr schlechtes Beispiel für Flashcards, die nicht richtig besprochen werden. Das ist zum Beispiel das Sofa. Und manchmal Quizlet können natürlich auch Schüler machen oder Lerner. Und von daher sind die einfach oft nicht richtig besprochen. Und das ist sehr schade. Und wenn die Teilnehmer das hören, ist das schwierig. Und meiner Meinung nach muss die Phonetik unbedingt dabei sein. Ich bekomme immer wieder Leute im B1-Kurs, die ich noch gar nicht verstehe, wo ich denke, bitte, was ist das für eine Sprache? Und dann nach ein paar Minuten denke ich, oh, vielleicht ist es doch Deutsch, aber durch diese falsche Betonung und durch die falsche Verwendung der Wörter funktioniert das nicht. Ich habe es auch im Arabischen gesehen, seit ich im Arabischen sehr viel höre, wirklich viel höre, auch Quizlet, das lasse ich mir auch von einem Muttersprachler besprechen, dass ich das einfach höre und ich habe zuerst gedacht, mit Birkenbiel sagt das auch, dass man ganz viel hören soll. Und ich habe gedacht, ja, ich weiß schon, beim Putzen oder beim Bügeln, da wäre das super. Aber komischerweise funktioniert das wirklich auch, wenn man arbeitet. Also wenn ich zum Beispiel wirklich intensiv arbeite, eine Excel-Tabelle oder irgendetwas mache oder eine Präsentation mache, setze ich mir die Kopfhörer auf und höre mir diese Quizlets an. Einfach nur anhören, das zeige ich euch nachher live, wo man das starten kann. Und das mache ich dann den ewigen Rundgang oder den ewigen Durchgang. Und wir haben auch im Arabischkurs, den wir jetzt selber halten, gemerkt, dass das ganz viel macht mit den Leuten. Wenn wir etwas lesen, zum Beispiel, wir entziffern das, wir sind ja da auf A1-Niveau ungefähr im Arabischen, dann lesen wir Alhamdulillah, auch wenn wir das richtig lesen, vielleicht. Okay, den Link. Ja, ich schaue. Kann auch sein, dass er nicht, ist nicht so wichtig. Es ist einfach sehr schlecht gesprochen. Es heißt das Safa statt das Sofa. Also nicht wichtig, wenn der Link nicht geht. Aber danke für die Rückmeldung, Karin. Ich wollte sagen, wenn ich das jetzt so entziffere, Alhamdulillah, dann wird dich kein Araber verstehen. Aber wenn du das die ganze Zeit hörst, immer im Ohr hast, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dann wird dich jeder verstehen. Und du kannst, wenn du das lange genug hörst, kannst du das einfach richtig aussprechen. So ungefähr. Natürlich nicht perfekt, aber es funktioniert. Und darum ist das Hören so wichtig. Und die so gut wie alle, außer ich habe was übersehen, dann bin ich auch froh um Rückmeldung. Meine Vokabeln sind alle besprochen. Und danke, sehr gut, Adacha. Ja, ich versuche eben das Inshallah und Alhamdulillah brauche ich immer wieder. Genau. Danke für die Rückmeldung, Dakar, wenn ich das auch richtig gesprochen habe.
So, jetzt die Reihenfolge für Quizlet, das zeige ich euch auch gleich wieder live. Die Reihenfolge für Quizlet ist auf jeden Fall Karteikanten. Ja, genau. Bei Quizlet kannst du die Wörter selber aussprechen und aufnehmen, wenn man einen Account hat, dafür man bezahlt. Also, ihr braucht weder einen Account noch braucht ihr, also zuerst, um das zu verwenden, braucht ihr nicht einmal einen Account. Und wenn, ihr könnt es so verwenden, den Schülern die Links geben, alles zur Verfügung stellen. Wenn ihr das drucken wollt, braucht, müsst ihr euch dann registrieren. Aber da zeige ich euch auch noch, was damit zu tun hat. Und wenn ihr es besprechen wollt, müsst ihr bezahlen. Und das kostet dann 30 Euro pro Jahr. Dann könnt ihr eigene Bilder hochladen und es selbst besprechen. Bei fremden Bildern passiert das immer. Aber bist du damit, ich finde, dass das finde ich eben so cool an diesem Programm. Ich kann alles gratis verwenden, aber wenn ich dann merke, okay, ich will jetzt selber was machen und will es selber besprechen, eingeben könnt ihr es auf jeden Fall selber. Aber nur besprechen und eigene Bilder hochladen kostet dann. Und die Reihenfolge muss sein: Karteikarten zuordnen, lernen, schreiben, antworten und testen. Und jetzt schalte ich euch wieder frei. Moment. Und zeige euch das live. Okay, das wäre zum Beispiel, ihr seht jetzt gerade das Wohnen und da seht ihr jetzt auch dieses schlechte Beispiel und da sagt sie zum Beispiel kaputt, voll, so ungefähr, schmutzig, also es ist einfach ein leer, es stimmt ärgerlich. Ich versuche es jetzt nachzumachen, weil ich den Ton nicht übertragen kann. Und das geht natürlich gar nicht, weil das ist wirklich dann umsonst. Jetzt zeige ich euch aber ein besseres Beispiel. Ich gehe jetzt einfach nochmal www.quizlet.com. Und dann seid ihr gleich in meinem Account. Und da seht ihr schon, es gibt alles mögliche Aspekte. Ich habe jetzt mit dem Buch Aspekte immer gut benannt, dass man weiß, welcher Level. Ich glaube, es sind einfach, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viele. Zum Beispiel der erste Ferienkurs Anlautwörter. Die kleinen sind dann einfach auch besprochen mit Bildern oder mit Bildern verlinkt, damit die sehen können, weil sie ja keine, sie haben ja keine Möglichkeit, etwas aufzuschreiben. Wenn Kinder alphabetisiert werden, ist das ja sehr schwierig. Als erstes kommen immer die Karteikarten. Und jetzt kann ich auf die Karte klicken und sagen, normalerweise passiert das selber und ich sage die Katze. Dann klicke ich drauf, sehe hier die Katze. Dann der Das zweite, Fenster. das Fenster, sie spricht jetzt gerade, ich höre das, bin eh ich, und das Bild dazu. Der Esel. Der Esel. Die Jacke. Und immer wenn man draufklickt, Die kommt das Bild Nase. dazu. Das könnt ihr einfach, das zeige ich euch nach, ohne irgendeine Anmeldung. Ich lasse die Schüler auch nicht mehr anmelden, das ist zu kompliziert. Ich gebe ihnen den Link oder sage ihnen, wo sie das suchen können. Das zeige ich euch dann am Schluss. Also jetzt gehe ich da durch, habe die alle Der angeschaut, Tisch. damit ich sie, da sieht man, das sind meistens sind sogar 20 oder normalerweise sind es 30 Vokabeln. Dann gehe ich über zurück und ich muss das einmal, weil es mir auf der einen Seite ums Hören geht. Auf der anderen Seite müssen Sie auch die Bilder kennen, weil sonst können Sie nicht spielen. Weil die Gefahr ist natürlich, wenn man mit Bildern arbeitet, dass die das auch falsch verstehen können. Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang für das P ein Paket, eine Palme hatte und dann hat ein Schüler zu mir gesagt, ah, mein Beruf, Palme schneiden. Und dann wusste er meinte, das ist eine Pflanze, aber solche Sachen passieren auch mit dem Übersetzer und wenn der trotzdem Palme und Pflanze, kann man ja dann auf einem höheren Level dann wieder aktualisieren. Das Zweite, wenn Sie das einmal gemacht haben, nebenbei immer offline, das zeige ich euch danach, kommt als nächstes kommt Zuordnen. Spiel beginnen. Jetzt müssen Sie die Sachen, die Sie gerade gelernt haben, zuordnen. Es ist viel einfacher, man macht sehr oft den Fehler, dass man sagt, jetzt schreibt das bitte. Ich kann kein arabisches Wort schreiben, wenn ich es einmal gelesen habe. Also gerade so eine fremde Sprache zu lernen,
Jetzt, ihr seht schon, ich habe jetzt 16,6 Sekunden. Mein Limit ist immer 10 Sekunden. Also in 10 Sekunden müssen Sie das packen. Für 10 Sekunden kriegen Sie den Super-Sticker. Okay? Dann gehe ich wieder nochmal zurück. Das war jetzt zuordnen. Das geht auch auf dem Handy. Und das geht auf dem Handy noch viel schneller, weil man da einfach die zwei gleichen anklicken kann. Zeige euch nachher, wie ihr reinkommt. Das nächste ist Lernen. Beim Lernen gibt es das Bild und dann wird das immer schwieriger. Jetzt muss ich anklicken, was es ist. Dann, jetzt ist es schon ein bisschen schwierig, weil ich wahrscheinlich schon einmal damit gearbeitet habe. Die Katze, wenn ich es falsch schreibe, schreibt er das auch, bessert er das aus und dann kann man weiter. Dann muss man es nochmal schreiben. Dann die Sonne, wenn ich es ohne Artikel eingebe, das immer mit Artikel, immer Artikel klein. Wenn ich es so eingebe, ist es falsch. Das Paket und da muss man das nochmal eintippen. Okay, dann kommt wieder da zum Zuordnen. Jetzt gehen wir zurück. Und das Letzte, also dann können Sie selber, ich sage immer, zuerst Karteikarten, dann so oft ihr wollt das Spiel und wenn ihr dann wollt, noch lernen. Schreiben und antworten, nur wer sehr eifrig ist. Und dann verlange ich von Ihnen, das gebe ich Ihnen wirklich auch so als Hausübung. Ich sehe jetzt natürlich nicht, ich hoffe, es schaut ein bisschen jemand zum Chat. Ich sehe jetzt nämlich nicht, falls jemand eine Frage hat, müsst ihr halt ein bisschen warten, bis ich wieder drin bin. Beim Test. Ich sage dann, du lernst jetzt diese Schulze oder diese Anlautwörter. Bis nächste Woche kannst du das und ich prüfe das. Und dann gibt es den Test. Und dann müssen Sie diesen Test. Da habe ich jetzt einen vollautomatischen Test, genau mit meinen Wörtern. Und den kann ich jetzt ankreuzen. Jetzt habe ich den schon umgestellt, weil der ist zum Beispiel jetzt, den nehme ich zum Beispiel für Alphabetisierung. Da müssen Sie ganz viele Wörter lesen. Und ich könnte aber auch sagen, ich will zuordnen, schriftlich, richtig und falsch. Probieren wir das mal. Neuen Test erstellen und ich habe einen neuen Test. Hier gibt es fünf Fragen zum Zuordnen, zum Eintippen, richtig, falsch. Richtig, falsch nehme ich normalerweise nicht. Ich gehe wieder Optionen, weil ich weiß, wenn man nicht an eine gelbe Zitrone denken muss, die, bei der der Saft schon rausläuft, wenn man sie drückt, geht das nicht. Und man denkt immer dran und darum nehme ich keine neuen. Immer wenn ich, oder auch wenn ich hier nochmal drücke, auch für Leute, die immer schwindeln, wenn die in engen Räumen sitzen, und dann drücke ich hier oben nochmal und jetzt habe ich wieder was anderes. Jedes Mal, wenn ich oben drücke, habe ich andere Wörter, also die können gar nicht abschreiben. Zum Drucken ist dann nicht so geeignet, weil es eben, da muss man ihn ausdrucken und zusammenkleben, weil das einfach sehr viel Platz braucht. Man hat dann auf einer Seite einfach nur einen schmalen Streifen. Das ist ein bisschen ungünstig. Also die Sachen könnt ihr machen, ohne dass ihr euch irgendwie anmeldet. Also bei Quizlet, im Prinzip, ich sage euch gleich einen Tipp zu diesem, das Ganze, wenn ich nur auf, wenn ihr auf Quizlet.com geht, und dann übersuchen, Ferienkurs eintippt, das ist so der Level für die Alphabetisierung, dann kommen alle meine Ferienkurse. Adjektive, Schulsachen, das hatten wir vorher, die Schulsachen, da sind die fertigen Vokabeln. Und dann könnt ihr immer 30 Begriffe und dann könnt ihr das probieren. Ich lasse euch jetzt kurz Zeit, ein paar, wieder 2 Minuten, dass ihr einfach auf www.quizlet.com oder ich schicke euch gleich den Link, dann hier oben auf Suchen und dann Ferienkurs. Und da müsst ihr aufpassen, es muss oben Schema 60 stehen, das ist mein Kürzel. Es gibt auch andere, die Ferienkurs genannt haben. Eine mit dem langen Namen ist noch dabei, das ist nicht von mir. Jetzt lasse ich euch das probieren und komme wieder zu euch, damit ich Fragen oder etwas beantworten kann. Genau, jetzt habe ich, genau. Probiert das bitte aus, dass ihr
da reinkommt, zum Beispiel mit dem Begriff Ferienkurs. Und ihr seht jetzt, genau, okay, ein paar geben ein. Oh, mir rennt schon die Zeit davon, das ist ja kaum zu glauben. Genau, super. Okay, ich werde wieder weitermachen. Wir müssen uns, ich muss mich beeilen. Da habt ihr jetzt das, was ich jetzt eigentlich alles live vorgezeigt habe. Und Lernen schreiben mit Korrektur habe ich euch vorgezeigt, nur dass ihr es nochmal nachvollziehen könnt. Und hier mache ich dann beim Testen, wenn er es 90% schafft, also mir ist es egal, wie oft er das gelernt hat, wer mehr als 90 hat, bekommt einen roten, zwischen 70 und 90 gelb, zwischen 50 und 70 grün. Genau, Anita, Quizlet Live mögen meine Schüler auch sehr, das wollte ich eigentlich auch mit euch machen, aber das funktioniert rein zeitlich jetzt nicht mehr. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber man kann dann auch, wenn man angemeldet ist, Quizlet Live spielen und da müssen sie im Team spielen. Und im Unterschied zu Kahoot ist es reflektierter und nicht so, ja, mache ich, habe ich ein bisschen, ich versuche zu lächeln. Okay, Standbild, danke, passt. Das Live ist super gut, weil man einfach dann die Wörter, die man gelernt hat im Team, jeder bekommt ein. Es gibt die zum Beispiel jetzt bei Alpha wären die Bilder dabei. Genau, die Wortkarten auszudrucken. Genau, das kommt auch noch. Jetzt gehe ich mal, geht trotzdem weiter. Dann das Quizlet drucken, genau. Da gehe ich jetzt, also wenn ich die Quizlet-Zahn drucke, habe ich zum Beispiel bei Klein, genau, die fertigen Wortkarten. Alles, was ich gemacht habe, habe ich mit Quizlet. Das sind große Karten, die verwende ich als Memory. Genau. Dann Zuordnungsspiele. Also das mache ich dann eigentlich als erstes. Dann auch als kleine Bilder, die nehme ich zum Beispiel, dass die Kinder was haben zum Einkleben oder für Grammatik. Da zeige ich euch noch ein paar Beispiele. Die kleinen liebe ich, das braucht auch nicht so viel. Zum Beispiel hier ein höherer Level, Tür zu, würden Sie bitte die Tür schließen? Gießt du mir die Blumen, könntest du bitte, also Konjunktiv 2. Oder dann kann ich auch halbe Karten drucken, das finde ich auch spannend. Das eine machen wir im Kurs, dass wir das zurufen einander. Der eine sagt Tür zu, der andere muss sagen, wie man es höflicher macht. Wo man drucken kann, zeige ich euch gleich. Dann gehe ich oben auf halbe Karten, dann haben Sie das als Hausübung, da müssen Sie den anderen Teil dazu schreiben, den Sie vorher schon gemacht haben. Dann habe ich so kleine Kärtchen, damit Sie das ins Vokabelheft eintragen. Oder ich lasse Sie Sätze bilden. Es ist sehr schwierig, Sätze zu bilden, einfach so aus dem Kopf. Wenn die aber Karten haben, jetzt habe ich da zum Beispiel die Nomen von den Schulsachen. Und die ist mit den Verben, mit den roten Punkten und die Adjektive. Moment, ich muss. Und jetzt lasse ich Sie das so hinlegen, kann das ein bisschen kontrollieren, dass das Heft zum Beispiel nicht lang ist und kann das noch ein bisschen korrigieren. Und wenn Sie es fertig haben, tragen Sie das ins Heft ein und müssen aber dort den ersten Buchstaben groß und hinten einen Punkt schreiben. Und so können Sie ein bisschen das legen und sehen schon die Wörter und machen lang nicht so viele Fehler. Also die kriegen das im Prinzip ausgedruckt von mir und machen das so. Dann zum Beispiel Drucken für Grammatik. Da habe ich zum Beispiel Plural eingeführt. Drei Autos, dann schreiben Sie einzeln dazu, das Auto, der Kuli, der Schal. Und dann müssen Sie selber herausfinden, was die Regel ist. Bei I und O kommt ein S. Ich gehe da, klicke mich da schnell durch.
zum Beispiel hier die Uhren, das EN, dann schaut das so aus, alle Kärtchen liegen am Boden. Und da zeige ich ein paar einzelne. Alle Wörter, die auf ER enden, bleiben auch im Plural gleich. Aber das ist dann so, dass sie das selber entdecken. Oder hinten ein E, die Banane, beim Plural kann man auch N dazu. Gläser mit E haben wir im Prinzip den ganzen Plural eigentlich schon mit einer A1-Gruppe, relativ früh, nicht erst so spät. Ein höherer Level, einen höheren Level zeige ich euch auch noch. Moment. Auch hier verwende ich die, um die zeigen, die Adjektive einzuführen. Das sind alles auch Quizdeckarten. Ich mache so Sachen gar nicht mehr in Word. Und da habe ich dann meine Adjektive. Also das Grüne sind die Adjektive und das sind meine Artikelbilder. Ich sage immer meine Grammatikfamilie. Der blaue Pullover, ein blauer Pullover. Und so verwenden Sie das als Schwindelzettel. Konjunktiv 2, zum Beispiel eine Übersicht zum Konjunktiv 2. Und hinter jedem ist so eine Quizlet-Übung, die Sie auch probieren können. Hier, Martin ist zu dick. Das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel zu den Ratschlägen. Und zum Abschluss, 4 Minuten, habe ich zum Beispiel den Satzbaukasten. Den finde ich auch super, auch mit diesen Kärtchen. Und da gibt es eine Möglichkeit, wie man Sätze bauen muss, als eine Satzbaustelle. Und Sie müssen dann die Karten einlegen. Er, das ist Subjekt, hat gelegt, also hier hat, hier gelegt. Irgendwo kommt das dann zu Modal, also dieses Tecamolo. Und das mache ich auch mit den Kärtchen von Quizlet. Das gebe ich dort ein, dann haben die alle dieselbe Größe. Und jetzt zeige ich euch noch die letzten 3 Minuten, wie man druckt. Zu mehr bleibt nicht mehr Zeit, aber ihr kriegt ja die ganze Präsentation. Und ich denke, es ist besser, das sind eh meine Haupttools und das macht eh mehr Sinn. So, wenn ihr drin seid, könnt ihr hier, da müsst ihr aber angemeldet sein, ihr könnt alle meine Sachen suchen, für euch kopieren, auch ändern, aber halt nicht besprechen. Alles gratis, nur angemeldet. Und jetzt bei den 3 Punkten kann man auf Drucken gehen. Und dann kann man auswählen, will ich so, das sind die kleinen Kärtchen, das sind die großen Kärtchen. Dann kann ich es noch alphabetisch ordnen, doppelseitig drucken, wie man will. Das geht da, funktioniert da wirklich super. Und damit, also hier oben, eigentlich könnt ihr über Schema 60, Schema 60 ist mein Ding, könnt ihr das holen, für euch kopieren. Das ist dann, glaube ich, irgendwo steht dann kopieren. Wenn ihr das aufmacht, das sind meine, darum kann ich sie nicht kopieren. Und als allerletztes zeige ich euch noch die Quelle, wo ihr die ganzen Sachen habt. Oh ja, das ist Deutsch für alle. Da findet ihr Silbenlesen alles und diesen Ferienkurs, von dem ich am Anfang gesprochen habe, da ist auf Level A1 Ferienkurs. Und da gibt es diese fix und fertigen Sachen, wo ihr einfach, das ist zum Beispiel diese Schulsachen, das jetzt mal schnell auf, ein PDF, wo das sind die 30 Schulsachen, alles fertig hergerechnet, das Memory, die Silben dazu, dann ganz viele Bingos, weil es da eben viele verschiedene gibt, unten noch Triminos, die kleinen Kärtchen, dann ein bisschen Grammatik und Wortsalat. Und damit ihr auch noch die Grammatik seht, würde es mit dem zweiten Teil weitergehen. Und das ist auch schon das Letzte, was ich euch zeige, wenn es aufgeht. Moment. Ah, da unten. Und da kommt jetzt die Grammatik. Nur ein Blatt, das ist das Buch, das ist ein Buch, das schauen Sie nach. Das ist der Radiergummi, das ist ein Radiergummi. Und dann schreibe eigene Sätze ins Heft. Sie haben 30 Wörter gelernt bei den Schulsachen, können 30 Sätze schreiben. Damit muss ich jetzt schließen, habe mich ein bisschen mit der Zeit verschätzt, weil ich noch dachte, es bleibt viel Zeit für eine Stunde. Aber
Ja, ich weiß, das war jetzt aber schnell, sehr schnell. Natürlich könnt ihr die Präsentation bekommen, ihr könnt Genau. alles bekommen, aber Aber herzlichen Dank, Marlies. nur, wir müssen halbwegs pünktlich sein, Wir um zu haben hören. dich, wir haben verfolgt, was du alles an Materialien erstellt hast, und es ist eine tolle Sache, dass du das auch zur Verfügung stellst. Ist es dir recht, wenn ich einfach das PDF, das du mir mit deiner Präsentation hier zur freien Verfügung, zum Herunterladen zur Verfügung stelle? Und das ist noch der Ferienkurs. Ich glaube, bei dir rauscht jetzt Nein, das Angelika. ist bei mir. Natürlich, für mich ist das voll recht. Jetzt ist es wieder besser. Also, oh, das war jetzt sehr laut bei mir auch oder nicht? Okay, das WWW, ja, wenn das WWW Deutsch für alle, das ist die Seite. Und wenn ich das andere, der Ferienkurs, da sind die 2000 Seiten fix und fertiges Material, stelle ich gerne zur Verfügung. Wenn noch Fragen sind, dann, jetzt passt es gut, Angelika. Wenn noch Fragen sind, auf der Webseite über Kontakt kommt ihr direkt zu mir, könnt mich Also gerne vielen, vielen kontaktieren, Dank, wenn ihr noch was Marlies. braucht. Okay, Falls es dann noch bedanke ich mich für die eine Aufmerksamkeit. ganz Und hoffe, konkrete es hat euch Frage gefallen. gibt, dann hätten wir jetzt noch Zeit dafür. Also. Ansonsten steht ja die Malis noch ein bisschen im Chat zur Verfügung oder sie hat euch die Kontaktdaten gegeben. Hier findet ihr ihre Präsentation zum Herunterladen. Einfach anklicken. Und in einem neuen Browserfenster öffnet sich Genau. dann eine Datei, die ihr dann herunterladen könnt. Es gibt auch im Netz ein paar Videos von mir, noch einmal zu Grammatik oder zu Wortschatz. Also mit meinem Namen kommt ihr auch ein bisschen, oder Ja, über und die ich denke, Webseite kommt das ihr schon bietet noch einfach auch zu auch für Informationen, Einsteiger wem eine so gute diese Art, wie Gelegenheit, ich das mache, gut gefällt, so der kann sich dort fertigen bedienen Materialien, gerne. die man jetzt nur mehr ein bisschen auch anpassen muss und kann, wenn man das möchte, oder auch gleich damit losstarten. Einfach auch so die Kombination zwischen Offline und Online, das du sehr schön gezeigt hast. Und der Workshop war ja für Anfänger gedacht, also ein sehr guter Einstieg. Vielen, vielen Dank, Marlies.